the Vajack Refix. Heute gibt es ein fettes Resteböllern bzw. ja, Massenvernichtung von echt wirklich schönen Artikeln. Ich zeige euch einfach mal so kleine Schmankerl. Hier zum Beispiel ein schwarzer Nico-Böller mit roten Ringen, ein Feistel-Böller mit Black Cat drauf. Hier ein schönes Schmankerl. Knallkörper China Böller D FKW mit grauer Lunte. Den zünden wir. Wir zünden Pagode Label Böller. Wir zünden aus der ersten Charge Big Booster 2 ein römisches Licht mit alten Warnzeichen, Vulkanix, diverse Böller, Vulkan Fontäne von Silberhütte, Space Sound Raketen, Luftheuler sogar, Harzer Knaller. Hier nochmal ein alter Böller. Wird alles verböllert. Und ihr könnt jetzt dabei sein. Und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Los geht's, Leute. Viel Spaß wünsche ich euch. Ja Leute, das war jetzt querbeet China-Böller und jetzt folgen Booster-Böller aus der aktuelleren Charge mit der glänzenden Farnarole. Viel Spaß dabei, wünsche ich euch. Jetzt für euch ein paar Harzer Knaller. Viel Spaß. Weiter geht es mit ein paar Pure Crackern, ganz besondere, nämlich mit Pagode Label die. Viel Spaß! Schön Schnipsel noch. Jo. Was gibt es? Den mal. So. Jetzt wie versprochen, der China-Böller D von FKW mit grauer Lunte.
heftiges Teil. Echt sexy. Ich habe immer so einen einzelnen Böller gefunden. Aber das ist nichts Besonderes. Jo. Ich hab hier ein paar Luftheuler. Jetzt ein paar Luftheuler? Na warte. Oder auch nicht. Jetzt aber ein paar Luftheuler. Jetzt nochmal zwei Nico-Böller. Zwei ältere. Auch noch echt gut. Jetzt ein Dynamitböller, ein einzelner, im Spanish Cracker Design. Ganz gut. Jetzt für euch ein paar Moskitos. Einfach nur geil, die Teile. Mal zur Abwechslung zwei Vulkanics vom Panda. Kleine Vulkane. Ganz schön. Ähnlich wie die Vesuve von Nico. Jetzt die Silberhütte Vulkanfontäne. Schauen wir mal, ob Leuchtkugeln rauskommen oder nicht. Okay. Sind sogar welche rausgekommen. Turboflyer. Mugniko. Auch sehr schön. Space Twist. Ja, ein bisschen hat man es gesehen. Dezenter Unterschied. Leute, jetzt gibt es einen fetten Pagode D. NN mit dicker Wandung. Jetzt erstmal einen und dann noch zwei. Da kannst du schenken von denen, Teile, alle. Echt? Alter Schwede, sind die laut. Nochmal Pagode D. Alter Schwede. Jetzt noch der letzte Pagode D. Hoffentlich wird er so geil wie gerade der. Einfach nur heftig, wie geil die Böller noch waren. Alter Kadenz, Mann. Jetzt dazu passend noch die A-Böller mit Pagode-Label.
Wow. Einfach noch schön. Diese Schnipsel. Jetzt noch zwei Pyrocracker. Unbekannt. Auch schön Schnitzel. Jetzt alte Weco Pyrocracker mit Übergangslogo und altem. Boah, richtig heftig. Sind die heftig. Letzter noch. Heftigst für Pyrocracker. Jetzt Pyro AD. Die braunen Böller. Gar nicht so schlecht. Salzstreuer halt. Ja. So, wir missbrauchen jetzt ein schönes Spaceship One Sediment und nehmen da die Fontänen und zünden da eine, wie viele Packungen? Eine? Zwei. Zwei Packungen Spacer und Raketen mit den Fontänen an. Ich denke, das kommt richtig fett als Abschluss. Viel Spaß euch. Wie fett einfach nur. Also Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Uns hat's auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Waren schöne Schmankerl dabei. Jetzt noch diese Massenvernichtung, kommt bestimmt richtig geil. Und schöne Vorsätze der Zeit. Genießt die Zeit, Pyrus. Haut rein. Ciao.